Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Videorezension zu einem Buch auf meinem Channel. Es geht heute um einen Psychothriller, den ich mal wieder gefressen habe. Also ich habe momentan auch wirklich so ein Glück mit meinen Büchern. Momentan ist wirklich jedes Buch ein Treffer. Es geht um Baby Doll von Holly Overton. Es steht Roman drauf. Ich würde sagen, es ist ein Psycho-Thriller. Ist so eine Klappenbroschur. So, ist erschienen im Goldmann Verlag. Kostet 15 Euro und hat 350 Seiten. Ja, worum geht's? Dieses Buch setzt da an, wo andere Thriller aufhören. Es geht nämlich um Lily Reiser. Lily Reiser ist eine junge Frau, die seit 8 Jahren von ihrem Kidnapper gefangen gehalten wird. Sie ist im Teenageralter entführt worden, vergewaltigt und grausam misshandelt worden. Dieser Entführer hat sie auch geschwängert. Sie hat eine 6-jährige Tochter inzwischen. Sie lebt da eben seit 8 Jahren bei Rick, das ist der Entführer. Ihr gelingt die Flucht, weil er endlich mal einen Fehler begeht und vergisst, die Türe abzuschließen. Sie flüchtet, der Entführer wird auch geschnappt. Und das ist so das, an dieser Stelle setzt eben dieses Buch an. Also es fängt da an, wo andere Bücher wirklich aufhören. Und das fand ich schon mal wirklich interessant. Rick an sich schwört natürlich Rache. Ich meine, dass er ein psychisches Problem hat, wird dem Leser eigentlich sehr schnell klar. Er schwört Rache. Dann haben wir Lilly. Sie ist eine Zwillingsschwester. Und ihre Zwillingsschwester Abby hat sie wahnsinnig vermisst. Sie hat sie so unglaublich sehr vermisst und versucht, ihr Leben trotzdem irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Und die hat so ihr Päckchen zu tragen. Eve, die Mutter, hat auch ihr Päckchen zu tragen, weil ihr Ehemann nämlich verstorben ist. Und es immer schwer ist, sein Kind zu verlieren, ganz klar. Und man irgendwie mit seinem Leben wieder klarkommen muss. Dann ist da noch die erste Jugendliebe von Lily Wess. Für den sie noch Gefühle hegt. Gut, man weiß nicht, vielleicht redet sie sich das auch mal ein. Ich meine, sie war 8 Jahre eingesperrt. Dann muss sie die ganzen, dann muss sie Untersuchungen über sich ergehen lassen. Sie muss Treffen beim FBI, also Aussagen machen, was sie in den 8 Jahren erlebt hat. Sie muss sich irgendwie um ihre Tochter Sky kümmern, die 6 Jahre alt ist und nichts anderes erlebt hat. Also sie ist dort in diesem Keller geboren worden und hat nichts anderes erlebt, außer eben dieses Keller-Dasein und muss dann auch mit dem Leben irgendwie klarkommen. Und um die muss sich Lily eben kümmern und sich um sich selber kümmern und ganz, ganz, ganz schwierige Situation. Vom Schreibstil her super flüssig, super leicht zu lesen, gar nicht kompliziert geschrieben. Also ich habe das wirklich gestern Mittag angefangen und abends war ich dann durch. Also ich habe das wirklich gestern inhalieren müssen, diese 350 Seiten. Die Kapitel sind aufgeteilt nach den Personen, steht auch immer oben drüber, um wen es eben geht, um alle wichtigen Protagonisten, um Lily natürlich, um Abby, die Zwillingsschwester, um Rick, der ja auch so einiges geplant hat, um Eve, die Mutter, und ich glaube, das waren sie alle. Und dann lesen wir das so immer so abwechselnd so ein bisschen, den Fortgang der Geschichte. Meine Kritik an dem Buch ist, nicht zur Geschichte, sondern an den Verlag dann eher wieder, ich finde, dass auf diesem inneren Klappentext zu viel Text drin steht. Es steht mal wieder zu viel drin. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir kann ein Buch spannend ohne Ende sein. Ich kann das inhalieren wie sonst was. Aber wenn in dem Klappentext dann irgendwas drin steht, man liest den sicher auch durch. Danach kauft man sich ja auch ein Buch. Und so bin ich überhaupt auch auf das Buch aufmerksam geworden. Ich fand den Titel gut, Cover gut, Klappentext gelesen. Und da steht eben was drin. Und
Aufgrund dessen man hat er ja dann irgendwie so eine Kaufentscheidung, warum man sich dieses Buch eben holt. Mein Telefon klingelt. So, entschuldigt. ja, man hat eine Kaufentscheidung, warum man sich das Buch holt und warum man sich das Buch kauft. Und ich warte dann immer die ganze Geschichte auf den Punkt, der auf dem Klappentext groß angepriesen wird. Weil normalerweise denkt man ja, da wird nichts gespoilert, das passiert dann im Anfang oder spätestens im ersten Drittel. Und wenn das dann erst am Ende passiert, das macht mich irgendwie so ein bisschen, nicht aggressiv, aber ich finde es störend, auf jeden Fall. Vermindert mein Lesevergnügen. Deswegen echt immer Kritik an alle Verlage, die viel zu viel auf ihren Klappentexten schreiben. Weil ich muss nicht den Schluss oder die letzten 30 Seiten da beschreiben. Ja, ansonsten hat mir das Buch super, super viel Spaß gemacht. Ich habe es inhaliert, ich habe es gefressen. Ich finde, es ist mal was anderes, eben weil es da ansetzt, wo eben andere Thriller eben aufhören. Und deswegen ganz klare Leseempfehlung von mir. Ich würde auch volle Punktzahl geben, also 5 von 5 Sternen von mir für dieses Buch. Und wenn euch diese Videorezension gefallen hat, dann lasst mich mit dem Daumen nach oben wissen, abonniert mich gerne und verratet mir mal euren letzten Page-Turner. Das würde mich interessieren. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Lest fleißig weiter.